Hallo zusammen und willkommen. Hey, kleiner Mann. Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung von XCOM Enemy Unknown. Das Spiel basiert auf dem absoluten Strategieklassiker schlechthin in meinen Augen. Ich habe das so viele Tage, Stunden, Wochen, Monate gespielt. Das ist schon nicht mehr feierlich. Deswegen war ich natürlich auch tierisch gespannt darauf, wie es jetzt geworden ist. Ich bin immer noch ein wenig zwiegespalten, aber springen wir mal einfach direkt rein. Wir nehmen meinen Speicherstand. Ich bin noch nicht sehr wirklich weit und habe auch einmal neu angefangen. Denn wenn man das Spiel startet, sollte man auf jeden Fall das Tutorial am Anfang einschalten. Das Tutorial gibt nämlich extra Missionen, die ein wenig gelenkt sind, dass man nicht gleich alle Optionen offen hat. Und das sollte man auch wirklich in Anspruch nehmen, denn es gibt recht viele Kleinigkeiten, die man sonst übersehen könnte. Wenn man ein Spiel ohne Tutorial startet, hat man am Anfang auch gleich wesentlich mehr Möglichkeiten. Aber man hat auch viele Möglichkeiten, Mist zu bauen. Zum Beispiel kann man in bestimmten Ländern schon eine Basis bauen, obwohl man da noch wenig Zugriffe hat. Oder man kann Satelliten irgendwo hinschicken, wo sie einem gar nichts bringen, weil man keine Abfangjäger hat und so weiter und so weiter. Also am Anfang auf jeden Fall Tutorial einschalten, aber bitte, bitte nicht auf normal spielen. Dieses Spiel auf normal zu spielen wäre vergeudete Zeit in meinen Augen. So, hier sehen wir jetzt die Basis an sich direkt in so einem Ameisenhügel-Stil, was ich sehr, sehr cool finde. Hier sieht man sogar die Soldaten auf den Trainingsgeräten. Unten ist wohl so eine Art Bar. Was haben wir hier? Das müsste Engineering sein, wo die ganzen Sachen gebaut werden. Hier sind die Research Labs. Und so werden dann nach und nach immer mehr Gebäude gebaut, die alle auch voll animiert sind. Oh ne, das hier ist Engineering. Also da werden die Sachen gebaut. Was bist denn du? Ach, das sind Crew Quarters. Na gut, hier oben haben wir das Ganze als etwas schnellere Sprungmarkierung. Jetzt gehen wir mal ins Research Lab und sagen, wir würden gerne unser Research Project ändern, also unser Forschungsprojekt. Momentan versuche ich das hier zu erforschen. Das ist so eine Art Stun Gun. Also ein Taser, um die Leute zu betäuben und dann hierher zu bringen und zu interrogaten. Wie heißt das auf Deutsch? Foltern? Um die Informationen rauszubekommen? Sowas in der Richtung. Das ist alles ein wenig vereinfacht. Also man kann ja nicht mehr sagen, okay, wir kaufen jetzt 20 neue Scientists und die stecken wir dann 5 dahin, 5 dahin, 5 dahin. Man kann sich nur eins aussuchen. Und das geht halt je nachdem, wie viele Scientists man hat, schneller oder langsamer. Ja. Also man hat weniger Wahlmöglichkeiten, dafür ist halt alles ein wenig aufgepeppter. Man kriegt wesentlich mehr Kommentare von den NPCs zu fast jeder Aktion, die man macht. Man hat halt hier diese ganzen schönen Bildchen. Überzeugt mich aber noch nicht ganz so sehr. Engineering. Engineering das gleiche. Vorher hatte man die Engineers, die man auch kaufen musste, die monatlich Sold gebraucht haben. Und da konnte man die einzeln zuteilen. Also bitte schön 10 Engineer bauen unser neues Flugzeug, 10 Engineer bauen Laserwaffen, um die auf dem Großmarkt zu verkaufen und so weiter und so weiter. Hier kann ich die Sachen direkt jetzt ein Medkit kaufen, Submit Order und das war's. Nichts großartig zuordnen. Und das kostet auch keine Zeit, also Gegenstände herzustellen. Nur die wirklich großen Sachen brauchen Zeit. Naja. Gehen wir mal in das nächste, das wären die Baracken. Das ist ganz schick gemacht. Also hier sieht man eine Auflistung aller Soldaten, die man gerade drin hat und auch was für eine Klasse die haben. Das heißt, am Anfang hat man einen Rookie, der noch gar keine Ahnung hat und dann wird anscheinend zufällig ausgewürfelt, was denn der für eine Klasse wird. Und je nachdem kann man dann, ich gehe mal hier, Abilities, kann man denn, wenn er herausgefunden hat, was er ist, erst einmal jetzt ein Assault, also ein Sturmtrooper, kann man dann nach und nach später auswählen, welche Fähigkeiten er dazu bekommt. Wie ihr sehen könnt, es gibt maximal 2 Auswahlmöglichkeiten pro Level Up, teilweise auch nur eine. Das finde ich persönlich ein wenig mau, da hätte man wesentlich mehr rausholen können. Aber gut, man sollte wahrscheinlich eh nicht zweimal dieselbe Klasse in einem Trupp haben. Die Trupps übrigens sind richtig klein am Anfang, das sind 4 Leute. Hätte man noch ein wenig ausbauen können. Ich hoffe mal, dass es später größere Flugzeuge gibt, die dann ein paar mehr Leute zulassen, wie das in dem Originalspiel ja auch war. Aber na gut. Was noch ganz schick ist, man kann die Soldaten einzeln verändern, also den Namen ändern, das kannte man ja schon, aber auch welche Herkunft die haben, was für eine Stimme die haben, ob sie einen Space Marine Kopf haben.
Wo war der Space Marine Kopf? Ach, der war hier. Naja, nicht wirklich Space Marine. Sieht eher aus wie ein Hockeyspieler. Aber na gut. Und dann halt noch Deko, wie die Rüstung aussieht und so. Also recht unterhaltsam. So kann man auch die Charaktere auf dem Spielfeld selber ein bisschen besser auseinanderhalten. Wenn man jetzt sagt, die rot markierten sind alle Sturmtrupper, die weißen sind die Scharfschützen und so weiter. So. Loadout. Da habe ich noch nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeiten. Wie ihr hier sehen könnt, die Klassen haben nur bestimmte Waffen, die sie tragen können. Vorher konntest du ja einfach jedem Marine die schwerste Waffe geben oder einen Raketenwerfer oder eine Pistole oder was weiß ich. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt musst du darauf achten, welche Klasse die haben und dementsprechend den Waffen zuordnen. Finde ich ebenfalls nicht so wirklich gelungen. Und auch Granaten. Wir haben hier einen extra Slot für Accessoires. Das heißt, ich kann jetzt entweder Granaten mitnehmen oder ein Medkit. Ist ja nicht so, dass er hier überall Taschen hat und das alles mitnehmen könnte. Das finde ich auch ein wenig doof. Das macht mich richtig Spaß, wenn man das alte Spiel noch spielt, teilweise mit Modifikationen und dann einzeln jedem sagt, du hast jetzt als Hauptwaffe das, du hast als Nebenwaffe das Kleine, du hast dann noch 4 Granaten oben in dem Holster, du hast dann noch 3 Leuchtraketen in dem Seitenholster und so weiter. Das ist hier alles total vereinfacht. Auch nicht gerade sehr schön. Nächster Punkt, der Hangar. Auch hier alles ziemlich vereinfacht. When selecting a specific jet within the hangar, you can choose to modify its current weapon loadout to best serve our needs. Ja, man kann eine Waffe auswählen. Vorher hatte man ja auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass man halt sagt, eine Rakete davon oder 2 Nahkampfwaffen oder 2 Fernkampfwaffen und so weiter. Hier ebenfalls nicht vorhanden. Dafür ist es ganz praktisch, dass man die Schiffe, oder die Raumschiffe besser gesagt, schon von vornherein in andere Kontinente schiffen kann und von da aus losschicken. Das heißt, man muss nicht sofort eine neue Basis bauen. Ob man überhaupt eine neue Basis bauen kann, weiß ich gar nicht. Es sieht so aus, als wenn es nur eine Basis geben würde. Was auch sehr übel wäre. Hier könnten wir jetzt warten, dass die Zeit verstreicht, das wollen wir aber nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob man irgendwo eine Basis bauen kann. Hier sieht man auch die Weltkarte und die ganzen Kontinente bzw. Länder, die uns unterstützen. Und wie viel Panik da herrscht. Brasilien ist gerade nicht besonders gut. Und wir können dann auch Satelliten losschicken zu den einzelnen Ländern. Dadurch kriegen wir Boni in Form von... ich kann noch kurz einen starten oder versuchen zu starten. Dabei sehen wir hier bei Nordamerika jeden Monat einen Scientist mehr. Für einen Satelliten. Und wenn man dann 3 Satelliten da hätte, kriegt man einen extra Bonus noch dazu. Diesen extra Bonus habe ich in Afrika schon, weil ich da gestartet bin. Kann man aber auch nur, wenn man das Tutorial ausschaltet. Wenn man das Tutorial ein hat, hat man nur die Wahl zwischen Amerika und Europa. Finde ich auch ein wenig komisch, dass sie das so forciert haben. Aber na gut. Was auch noch ganz schick ist, es gibt hier diesen grauen Markt. Also nicht den schwarzen Markt, sondern den grauen Markt. Und da kann man dann wie im alten Teil auch die Einzelteile verkaufen. Some nut calling himself Commander Straker has been all over the news ranting about shadow operatives. Ja, okay. Aber auch schön, dass zwischendurch so kleine Neuigkeiten eingeblendet werden. Das finde ich übrigens sehr gut, dass sie die Einzelteile hier noch vorhanden gelassen haben, also dass sie es nicht rausgekürzt haben, weil das macht für mich mit so ein bisschen den Spaß aus, dass man nach einer Mission die ganzen Sachen, die man nicht unbedingt braucht, erstmal verkauft. If we put financial gains ahead of our own research and development. Ja, er meckert gerade, weil ich Artefakte, also diese Sektoiden... Ja, er will mir gerade verbieten, dass ich die Artefakte verkaufe. Also die Leichen hier. Ist mir aber egal. Die verkaufe ich jetzt, weil ich weiß, was ich tue. Das ist echt ein Problem von modernen Spielen. Die gehen immer davon aus, dass der Anwender nicht weiß, was er tut. Aber gut, ich mag es auf jeden Fall, dass man nach einem Kampf hier sehen kann, was man erbeutet hat und dann Kleinkram davon verkaufen. Wenn das Geld ein bisschen klamm ist, auch Sachen verkaufen, die man eigentlich später noch brauchen könnte, wie die Alloys wahrscheinlich. Die braucht man bestimmt noch für eine Rüstung, auch wenn ihr es noch nicht erforscht habt. Deswegen werde ich die erstmal nicht verkaufen. Aber ja, so, raus, raus. Und damit haben wir schon alle Räume abgedeckt. Ich gehe nochmal ganz kurz zu Engineering. Und guck mal bei Build Facilities. Hier sieht man jetzt die Seitenansicht von unserer Basis. Momentan haben wir nur Zugang zu der obersten Etage. Und auch da nur zu den Räumen, die so dieses Loch hier in der Mitte haben. Das heißt, hier könnte ich jetzt noch was bauen. Wenn ich da was bauen will, muss ich erstmal eine Ausgrabung veranstalten.
Und wenn ich hier was bauen möchte, muss ich erstmal einen Lift weiter runter bauen. Das kostet alles Geld, also Credits. Noch ein netter Schmankerl ist, dass wenn man Gebäude direkt nebeneinander baut, dass sie einen Synergiebonus haben. Also wenn ich zum Beispiel hier noch einen Satellit Uplink bauen würde, dann hätten wir irgendwie einen 10% Bonus auf irgendwas anderes. Genauso bei den Research Labs und Engineering. Das finde ich recht schick. Das heißt, man muss schon von vornherein ein wenig gucken, wie man seine Basis aufbaut, damit das nachher am meisten Sinn ergibt. Ich denke mal, das werde ich aber auch erst beim zweiten oder dritten Anlauf alles richtig hinbekommen. Aber das ist ja auch das Interessante daran. So, jetzt wollen wir aber mal einen Kampf sehen. Das heißt, wir gehen hier rein und scannen. Oh, ein Gebäude ist fertig. Sehr schön. Ja, hier kann ich jetzt die gefangenen Aliens einsperren. Sehr schön. Du sollst nichts Neues bauen. Carry on. Und Zeit verstreichen lassen. Das Council will uns sprechen. Also die Auftraggeber von uns. Die Aliens versuchen, ein Transportsystem zu sabotieren in Indien. Belohnung 112 Credits und die Panik wird reduziert. Ja, okay. Können wir jetzt starten oder sagen not now? Dann wird es auch später verschoben. Aber wenn wir zu lange warten, dann verfällt die Mission und die Panik steigt. Also starten wir einfach mal. So, hier können wir jetzt unsere vier Soldaten auswählen. Wir haben eine Assault, ein Sniper, ein Support, ein Heavy. Klingt soweit ganz gut. Wir haben einen mit Medkit dabei. Ja, das ist wichtig, falls jemand kritisch verletzt wird. Das war eine sehr ausführliche Missionsbeschreibung. Control. Normalerweise redet er ein bisschen mehr, aber das ist halt eine Standardmission. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, deaktivieren eine Bombe. Wenn wir das nicht schaffen, sterben wir alle. Das ist sehr straightforward. Außer noch eine kleine Extra-Sache: Man kann die Explosion der Bombe hinauszögern. Durch die Dinger da. Time is running short. We need to locate and disarm that weapon before they're able to finish priming it. Our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism. The aliens are transferring power from it directly to the bomb itself. Disabling this power node should give you more time to find and disarm the explosive. New objective received. So, jetzt dürfen wir auch mal wieder spielen. Die Übersicht ist, wie ihr sehen könnt, ich kann rauszoomen ein wenig. Aber ich kann nicht eine direkt von oben Ansicht machen, was ein wenig schade ist. Außerdem, am Anfang war es ja so, also im ersten Spiel, dass man im Flugzeug gestartet ist und erstmal rausgehen musste. Und dann quasi mitten im Feld waren von allen Seiten angegriffen werden. Das ist hier jetzt nicht mehr so. Hier kommen wir in eine Ecke raus und können quasi nie von Außerirdischen überrascht werden. Ist natürlich praktisch für uns, dann macht das Ganze ein wenig einfach, finde ich. Aber naja. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in Deckung. Deckung ist sehr, sehr wichtig. Also seht ihr diese ganzen Schilde und die halben Schilde. Und je nachdem kriegen die Gegner halt Abzüge von 40 oder 20% auf die Trefferchance. So, du läufst bitte mal dahin. Da hinten scheint schon die Bombe selbst zu sein. Wir haben jetzt drei Runden, bis die Bombe scharf ist. Und dann nochmal drei Runden, bis sie explodiert. Innerhalb dieser drei Runden, wo sie langsam scharf wird, haben wir Zeit, diese Teile hier zu erreichen, um dadurch eine Runde extra zu bekommen. Das heißt, er läuft jetzt gleich mal dahin. Oh. Da war gerade ein Alien in Sicht, und zwar ein Sektoid. Trotzdem dürfte ich jetzt hier schon raufklicken können. Nee, erst nächste Runde. Na gut. Sniper kann nicht so weit schießen. Allgemein sind die Reichweiten der Waffen gar nicht so extrem. Aber na gut. So, wir sind jetzt einmal gegangen. Jetzt könnten wir entweder nochmal gehen oder schießen oder in Overwatch gehen. Overwatch ist halt, wenn der Gegner sich bewegt, dass man dann schießt. Also eine Art Reaktionsschuss. Du läufst gleich zweimal bis da hinten hin. Bei seiner Schrotflinte muss er möglichst nah rankommen. So, und du bist der Heavy.
läufst du mal hin? Wir sind gar nicht nach da abgesichert. Das ist nicht gut. Lauf auch erstmal da in die volle Deckung. Und ja, so eine kleine Filmchen zwischendurch gibt es auch, um das Ganze ein wenig spannender zu gestalten. Vor allem auch besonders guten Schüssen oder so, da kommt das teilweise ganz gut, wenn dann der Kopfschuss richtig schön animiert wird. So, das Teil ist das Arm, schon haben wir wieder drei Züge Zeit. So, du läufst dahin. Ich kann immer noch nicht schießen, weil er keine Sichtlinie hat. Aber ich kann hier in Overwatch gehen. Na, beim Overwatch ist zu beachten, dass es keine wirkliche Sichtlinie mehr gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einstellen muss, du guckst nach da und machst Overwatch. Und wenn da ein Gegner kommt, dann schießt er. Man kann die Sicht gar nicht mehr beeinflussen. Das heißt, er schießt in jede Richtung, die er sehen kann. Also es ist quasi so, als wenn er sich durchgehend umdreht wie ein panisches Eichhörnchen. Aber na gut. So, du hast die Schrotflinte. Du gehst mal dahin. So, da haben wir gleich zwei Sektoiden. Haha, bingo. Oder auch nicht. Das war gerade der Reaktionsschuss. Und ja, sobald man das erste Mal die Außerirdischen sieht, dürfen sie gleich weglaufen. Was ich ziemlich unfair finde. Also man kann sie nicht überraschen. Aber gut, versuchen wir mal sie zu treffen. Wir haben eine Chance von 18% und von 10%. Das lassen wir doch mal. Gucken wir mal, wie weit die Granate kommt. Nee, nur bis hier. Schade. Auch wenn der Nachteil von Granaten ist, dass sie die Körper zerstören und man kann sie dann nicht mehr erforschen oder verkaufen. Du springst einfach mal durch das Fenster durch und oh oh. That alien is unusually human in its appearance. They could be using it as an infiltration unit of some kind. I'd recommend capturing it for further analysis. Ja, sie will immer alles gefangen nehmen, aber unsere Soldaten sterben, wenn wir dazu nah rangehen. Ich gehe mal kein Risiko ein und schieße gleich mit dem Raketenwerfer drauf. Der Raketenwerfer ist eine Spezialfähigkeit. Jautsch. Also der Raketenwerfer ist eine Spezialfähigkeit, keine extra Ausrüstung. Was auch ein wenig komisch ist. Aber na gut. Du läufst bitte. Wir haben da die Sektoiden. Wir haben drei Runden Zeit. Müssen uns eigentlich nicht hetzen. Dann lauf mal dahin. In voller Deckung. Und was macht ihr, Jungs? Ihr geht in Overwatch und du schleichst näher ran. Das ist keine gute Idee, Junge. Oh, er ist auch in Overwatch gegangen. Ja, da muss ich vorsichtig sein, wenn ich die angreife. Schrotflinte. 70%. Oh, das mache ich doch mal. Zack. Er ist Geschichte. Aber die Waffe von dem Gegner ist leider in lauter Kleinteile zersprungen. Das heißt, wir haben jetzt nicht am Ende des Kampfes eine von deren Waffen. Ich weiß noch nicht, wie man an die Waffen rankommt. Ich denke mal, es gibt da später irgendeine extra Technologie für. Dass man die Waffen behalten kann oder aus den Einzelteilen die Waffen neu konstruieren kann. Oh, ich habe ganz vergessen, dass der auch ein Overwatch ist. Aber er hat Gott sei Dank daneben geschossen. So, kannst du ihn treffen? 47%. Und dass man ihn gar nicht erst sehen kann, ist kein Argument. Denn fast alles an Terrain ist zerstörbar oder durchschießbar, bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir schießen jetzt einfach mal drauf. Zack, 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 zack. Aber leider daneben. Ja. Na gut. Was ist mit dir? Du kannst auf Pistole wechseln. Und dahin gehen. No. Was siehst du? Du siehst ihn. 55%. Oh, das probieren wir nochmal. Schießt aber auch daneben. Ach, du hast das Fenster kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. So, was ist mit dir? Du kannst erstmal das Ding da aktivieren. Und auf ihn mit 51% schießen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Männer. Drei Leute haben auf ihn geschossen. Und du läufst wohin? Hey, 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 ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, bitte nicht. Die drehen jetzt alle durch. Oh.
Jetzt dreht sie durch, weil sie so viel Schaden bekommen hat und schießt zurück, weil sie denkt, er wäre übernommen. Ja. Also das Paniksystem ist recht cool, aber teilweise unrealistisch. Also wenn mein Kamerad angeschossen wird, ist nicht meine erste Reaktion, meine anderen Kameraden auch umzubringen. Aber nun gut. Man will da ja nicht so pingelig sein. So, und jetzt bitte lass ihn treffen. 100%, das klingt gut. So, eine Runde haben wir noch. Ich hoffe mal, dass nicht mehr allzu viele da sind. So, das war das. Nope. Neuer Sektoid. Der versteckt sich erstmal, soll mir recht sein. Ich will eh nur die Bombe Das ist gar nicht die Bombe. Mist. Das da ist die Bombe. Da kommt nämlich auch ein Strahl raus. Sollte sich nicht zu weit von der Gruppe entfernen. Geh mal dahin. So, du nicht. Doch, du. Gehst in den Blumentopf in Deckung. Auch wenn er nicht besonders viel Schutz bringt. Und 10% ist echt mau. Granate kommt garantiert auch nicht so weit. Dann gehen wir in Overwatch. Auch wenn das mit einer Schrotflinte nicht ganz so effektiv ist. Aber sei es drum. Was machst du? Du gehst da in Deckung. Springst erstmal durch ein paar Fenster. Was ich übrigens auch sehr cool finde. Also diesen Parkour-Modus, dass die eigenen Helden überall durchkommen und auch an Regenrinnen hochklettern und dergleichen. Gibt übrigens auch mehrere Etagen. Auch wenn die gerade geglitscht hat. Also man kann auch auf die Sachen raufklappern, aber das vergesse ich meistens. So, du gehst mal dahin. Und von da aus bist du doch eigentlich einigermaßen... Oh, oh. Noch einer. Einigermaßen treffen können. Was sagt er? 50%. Das nehme ich doch mal mit. Also zwei Sektoiden, überall noch kleine Nodes, um die Bombe wieder aufzuladen. Oh oh, hab ich jetzt noch eine Runde Zeit? Also sie explodiert nicht, aber ich würde schon ganz gerne das weiter herauszögern. Okay, wenn ich jetzt nicht so ein Teil benutzen würde, dann würde in drei Runden die Bombe hochgehen. Und ich könnte nicht mehr das Ganze verlängern. So, dadurch wird das auch geklärt. Und ich schleiche mich mal ganz an die Bombe ran. In der Hoffnung, dass hier kein Gegner ist. Sehr gut. Kannst du auf was schießen? Keine Muni. Das ist nicht gut. Pistole? 50%? 50%. Schieß mal auf den. Du gehst näher ran. 34%, 10%. Granate. Oh, das könnte ihn ganz knapp erwischen. Das machen wir doch mal. Und anscheinend treffen wir mit Granaten immer. Was ich ein wenig übertrieben finde. Aber na gut. Soll halt so sein. Dafür hat man auch nur eine Granate pro Kampf. Das relativiert das Ganze ein wenig. So, was machst du? Du gehst mit der kompletten Deckung da hinten. Wobei komplette Deckung nicht wirklich heißt, dass er nicht getroffen werden kann. Das erschwert den Gegner halt nur um 40% die Chance. Und du gehst näher ran, das ist sehr schön. Und gehst in Overwatch. Das ist nicht die Bombe. Okay, jetzt sind wir im Zugzwang. Wir müssen innerhalb von dieser Runde eine von den Nodes erreichen. Sonst haben wir nur drei Runden Zeit. Also, du gehst dahin. Und wirst beschossen, ja. Nein. Oh, drei Schadenspunkte. Aber das geht noch, er hat sechs Lebenspunkte. So, jetzt klickst du da drauf. Und schießt auf den mit deiner Schrotflinte. Repeat, power node deactivated.
So, das war's so hoffentlich erstmal mit Gegnern. Das da wird die Bombe sein. Hoffe ich jetzt mal. Also, du gehst dahin. Gehst in Overwatch. Ja. Und du sprintest von der Fake-Bombe weg in die komplette Deckung. Komplette Deckung ist übrigens auch von der Position abhängig. Also wenn jetzt ein Gegner hier auftauchen würde, ist er natürlich nicht in kompletter Deckung. Das heißt, die Engine dahinter ist schon sehr ausgefallen, was ich aber auch sehr cool finde. So, du läufst jetzt mal durch die Bahn bis nach da, damit du nächste Runde das Ding da deaktivieren kannst. Looks like you found the bomb. Get over there and deactivate it. We have a new objective. We're taking an energy build up in the area. Ja, eine Runde haben wir. Erstmal die anderen ziehen lassen. So, du kommst nicht bis zu der Node hin, aber du gehst dahin. Kriegst die Node. Du gehst dahin, gehst in Overwatch. Ich habe leider den Verdacht, dass es keine Gegner kommen, wenn man sie nicht aufdeckt. Dass plötzlich aus dem Dunkeln irgendwas rauskommt. Bin ich mir nicht sicher, ob dem wirklich so ist. Wenn ja, wäre es sehr schade. Aber na gut. Das haben wir auch deaktiviert. Läufst dahin. Und gehst auch in Overwatch. So, und du sprintest dahin. Du sprintest hinterher. Und dann dürfte nächste Runde die Mission im Sack sein, ohne dass wir irgendjemanden verloren haben. Das ist doch mal schön und auch recht außergewöhnlich. Normalerweise verliert man mindestens einen. Nein! Ah, verklickt. Gottverdammt. Wir haben immer noch zwei Runden, bis sie scharf ist. Also noch fünf Runden, bis sie explodiert. Na gut, du gehst wieder in Overwatch. Du gehst zum nächsten Pflanzenbottich. Und hoffentlich versemmle ich es diesmal nicht, auf das Ding raufzuklicken. So, jetzt würde ich gerne die Bombe deaktivieren. Well done. Now you just need to eliminate any remaining hostiles. Ja. You've got a wave of X-rays closing on your location. Eyes up. Objectives updated. Okay, wir haben wohl Incoming. Also es kommen jetzt noch extra Aliens auf die Karte. Dann gehst du mal in Overwatch, du auch. Du wechselst mal kurz auf dein Maschinengewehr und lädst das Ganze bitte nach. Und du lädst deine Schrotflinte nach. So, dann gucken wir doch mal. Ja, so viel dazu. Sie kommen also doch aus dem Dunkeln. Und der ist einfach mitten auf den Zug gesprungen, was keine gute Stellung ist. So, was haben wir hier? Wir haben die Scharfschützin. Die kann nicht gehen und schießen gleichzeitig in einem Zug mit dem Scharfschützengewehr. Und der ist im Overwatch. Also lassen wir erstmal ihn hier schießen. Wenn er jetzt nicht trifft, bin ich sowas von. Na also. Diese Giftwolke da ist übrigens Gift oder Säure. Darf man also nicht reinlaufen. Und die Dinger können das auch spucken. Also richtig Flächenschaden verursachen, was ganz schick ist. So, du gehst in Overwatch mit deinem Scharfschützengewehr bitte. Nicht mit der Pistole. Okay, du gehst mal da in Komplettdeckung. Oh. Viel Schaden. 4 Schadenspunkte. Und so viel zu der Komplettdeckung. Da ist keine Deckung mehr. Den musst du jetzt umbringen. Und du hast es nicht geschafft. Das ist ganz und gar nicht gut. Wo kannst du noch hingehen? Du kannst nicht rein in die U-Bahn. Das ist schlecht. Ich drehe mal ganz kurz die Karte. Zip, zip, zip. Da ist er. Vielleicht kannst du von hier aus durch zwei Fenster durchschießen? Nein, kannst du nicht. Ich glaube, er wird sterben. Um nicht zu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er sterben wird. Jo. Oh, er ist nur kritisch verletzt. Sehr schön.
Also nicht schön, dass er kritisch verletzt ist, aber wir haben jemanden dabei, der heilen kann. Und zwar war er das, der Angeschossene. Keine Munition mehr, das ist nicht gut. Du kommst da nicht ran. Dann lauf mal bitte so schnell du kannst. Dahin. Komm schon, das ist nur noch ein Alien. Der muss ganz schnell sterben. Warum zum Teufel kann ich nicht in diese verdammte Bahn rein? Das ist auch noch ein Punkt. Ich kann nicht direkt auf die Umgebung schießen. Also im alten Teil hätte ich jetzt einfach angefangen und hätte hier die Wand zerschossen, um an das Alien ranzukommen. Hier geht es anscheinend nur indirekt. Also wenn ich auf ihn schieße und dann aus Versehen das Terrain treffe. So, komm schon, gib mir 90%, das ist gut. Sehr schön. Es war sehr knapp mit ihm hier. Er wird jetzt bestimmt einen guten Monat in der Krankenstation liegen. Aber 8 Aliens tot, keine von uns tot, das ist eine sehr schöne Quote. Ab nach Hause und gucken, was wir an Beute gemacht haben. So, wir haben Beförderung bei jedem und jeder ist verwundet. Also kann ich im nächsten Kampf nicht einsetzen. Ah, wir haben noch genug andere Soldaten. So, was bist denn du? Du bist unsere Scharfschützin. Squadside. Ich kann auf jedes Ziel schießen, das einer unserer Verbündeten sieht. Das klingt sehr praktisch. Und hier? Snapshot. Normalerweise kann der Sniper ja nicht mit dem Snipergewehr schießen, wenn er sich vorher bewegt hat. Wenn ich das jetzt wählen würde, kann er das doch, aber mit minus 20 auf Zielen. Das will ich nicht. Nehme ich das andere. So, was haben wir hier? Unser Support-Char. Er kann entweder 3 Felder weiterlaufen. Oh. Und wenn er das hier nimmt, dann kann er bei dem, wie heißt das nochmal? Bei dem Reaktionsschuss. Den macht man normalerweise ja nur, wenn Gegner sich bewegt. Wenn er das hier hat, macht den Reaktionsschuss auch, wenn der Gegner schießt. Was sehr praktisch ist und ich deswegen nehme. So. Unser Assault. Pro Gegner, den er sieht, kriegt er plus 5 auf Verteidigung. Maximal 20. Das ist sehr praktisch. Also könnten wir ihn hier mit zum Tank machen. Und hier plus 10% kritische Chance für Gegner, den er sieht. Kritische Chance ist mir gar nicht so wichtig. Mir ist erstmal wichtig, dass die Leute überhaupt erst treffen. Denn teilweise bringen wir die Gegner mit einem Schuss um. Also nehme ich lieber die Tank-Option. So. Und was haben wir hier? Unseren Heavy. Hiermit könnte er schießen und sich danach noch bewegen. Normalerweise beendet Schießen den Zug für den Charakter. Und hiermit könnte er... Oh, wenn er auf einen Gegner schießt oder ihn unter Suppressive Fire setzt, also ihn durch Schüsse dazu zwingt, in Deckung zu bleiben, kriegen alle anderen unserer Verbündeten 10% auf die Treffergenauigkeit. Das nehme ich doch mal. So, jetzt will ich aber sehen, was wir an Beute gemacht haben. Wir können den Sinman autopsieren. Wir haben 4 Sektoid-Leichen, wir haben 4 Sinman-Leichen und 12 Waffenfragmente. Oh, das ist doch okay. Dafür kriegen wir jetzt 112 Credits und reduzierte Panik. Remember, we will be watching. Ja, sie werden uns im Auge behalten. Na gut, das war's dann, glaube ich, auch erstmal für diese Spielevorstellung. Ich hoffe, ich habe euch einen einigermaßen objektiven Einblick in das Ganze verschafft. Obwohl ich da ja recht kritisch bin, weil ich den alten Teil so sehr mochte und es jetzt doch ein wenig zu viel Handhalten ist. Aber na gut, so soll es halt sein. Die Zukunft schreitet voran oder so ähnlich. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.